Platz 24 geht an Dingsdar. Das Ratespiel, bei dem Kinder Begriffe umschrieben und Erwachsene herausfinden mussten, was damit wohl gemeint war. Jetzt kommt es wieder ganz dick und eine harte Nuss, die da zu knacken ist. 15 Punkte gibt es allerdings dafür, also es lohnt sich. Peter Wallner und Manuela Kirchner umschreiben. Beide 6 Jahre alt und auch wieder aus Olching. Ich würde die Manuela zum Kaffee einladen. Dann würde ich, und wenn wir wieder, dann gehen wir wieder heim. Die Kamera haben die Kinder dann relativ schnell vergessen. Und das war eigentlich der große Gewinn. Und dann sind Dinge entstanden, die wir selber nicht für möglich gehalten haben. Und dann hat wir uns küssen. Genau so. Ja, genau so. So ungefähr. Dann gibt es einfach Kinder, die im Dialekt erklärt haben. Da kommen dann Wortspiele und Wortschöpfungen zustande, die man gar nicht erfinden kann. Oh, mein Rosner. Heute stimmt der Rosenhorn ja auch. Und was meinst du für Hosen? Da gibt's Menschen. A Jeans oder Jogginghosen. Ich meine, ein normaler Hosen, ein Tier. A Hosen? A Hose. A Hose. Wie ist denn a Hose? A Tier. Oh mein, a Hose kenn ich. Ich kenn höchstens a Hose und einen Hasen. Und du machst einfach einen Hasen. Ja. Warum sagst du nicht mehr Hose? Da war die Person, die umschrieben werden sollte, Jesus. Und ein Junge hat gesagt, der hat's mit dem Kreuz. Er ist in Nazareth geboren und er lag nicht im gemütlichen Bett, als er geboren wurde. Also das ist ein netter Mensch. Das ist ein toller Typ. War halt sehr hübsch, meine ich. Und der war der König der Saurier. Und Freunde hat er 11. Andrea, Giovanni, Pietro, Giacomo, Filippo, Bartolomeo. Und der Teufel ist ein Opa. Da werden dann natürlich Realität und Wunschvorstellung oder auch irgendwelche Fantasien werden dann vermischt. Und was dann am Ende rauskommt, ist einfach meistens grandios. Ja. Wenn es kein gutes Wetter ist.